Hallo Retro-Freunde. Heute gehen wir zurück in die 80er Jahre, in eine Zeit, in der die Europa-Hörspielschmiede etliche Hörspielklassiker rausgebracht hat. Reist mit mir zu den Sternen, reist mit mir zu Perry Rhodan. Ja Leute, heute gibt es mal wieder eine Hörspielfolge auf meinem Kanal. Wie gesagt, das Thema ist diesmal Perry Rhodan, denn Perry Rhodan ist jetzt wieder neu auf CD aufgelegt worden. Ja, und zwar hat Europa eine schöne Nostalgiebox rausgebracht mit allen 12 Folgen der Perry Rhodan Serie. Ja, und für die, die Perry Rhodan nicht kennen, Perry Rhodan ist eine deutsche Science-Fiction-Serie. Die ist seit 1961, das muss man sich mal überlegen, 1961 gibt in Romanform, in Heftform, die es nach wie vor immer noch gibt, die sogar wöchentlich erscheint. Ja, also jede Woche gibt es ein Heftchen von Perry Rhodan. Ja, es gibt unzählige Bücher, es gibt Merchandise-Artikel, ja, es gibt eine Perry Rhodan-Fanseite etc. Ja, eine deutsche Science-Fiction-Kultserie und ja, was soll ich sagen? Ich habe es mir mal ein bisschen notiert, um was es in Perry Rhodan geht, so kurz zusammengefasst. Das möchte ich einmal kurz vorlesen. Und danach werde ich mit euch zusammen diese Hörspielbox, da werde ich noch ein bisschen mehr zu erzählen, auspacken und mir die einzelnen Hörspiele, es sind 12 Stück drin, mal genauer angucken, vom Cover her, vom Inhalt her etc. Ja, also Perry Rhodan, ja, ist wie gesagt eine deutsche Science-Fiction-Serie aus dem Jahre 1961, die immer noch wöchentlich in Heftform herauskommt. Ja, und zwar werden die Abenteuer des Raumfahrers Perry Rhodan erzählt, der als erster Mensch den Mond betritt. Wie gesagt, man muss dazu sagen, die Serie ist von 1961. Die erste Mondlandung war ja, wie alle wissen, 1969. Ja? So, mit Hilfe der Arkoniden, ja, die er dort antrifft, menschenähnliche Angehörige eines riesigen Sternenreichs, ja, und ihrer überlegenen Technik eint er die Menschheit und führt sie zu den Sternen. Ja, die Geschichte der Menschheit im All beginnt. In zahlreichen Abenteuern lernt Perry Rhodan unzählige Galaxien, Planeten, Außerirdische kennen und macht sich auf seiner langen Reise mächtige Freunde, die ihn ein Stück seines Weges begleiten, aber genauso gut auch mächtige Feinde. Ja, das ist grob umrissen, um was es bei Perry Rhodan geht. Die Hörspielreihe von Europa ist aus den Jahren 1983 und 84. Es sind 12 Folgen erschienen. Diese Folgen sind zum damaligen Zeitpunkt auch nur auf MC, also auf Hörspielkassette, rausgekommen. Europa hatte die nicht mehr auf Schallplatte aufgelegt, weil die Schallplatte schon am Aussterben war. Also es gab lediglich die 12 Kassetten, die heutzutage auch einen Sammlerpreis haben. Ja, die sind nicht ganz so günstig. Ja, man kann sie noch auf dem Flohmarkt, auf eBay etc., auf Online-Plattformen kaufen. Im Jahre 2000 hatte Europa die Folgen neu aufgelegt und zwar auf CD. Ja, und zwar hatte Europa die Rückkehr der Klassiker angekündigt. Da hatten sie einige Hörspielreihen neu aufgelegt, die es aus den 80er Jahren oder sogar aus den 70er Jahren nicht mehr im Handel gab. Neu aufgelegt, remastered auf CD. Und das war auch mit Perry Rhodan passiert. Die CDs waren dann irgendwann out of print, wie gesagt Anfang 2000, das ist auch schon wieder jetzt 22 Jahre her. Ja, und diese CDs wurden zu horrenden Preisen auf Online-Plattformen gehandelt, wurden verkauft, ja, also die Nachfrage war da. Ich habe sie mir nicht geholt, ja, weil ich die Preise einfach zu teuer fand. Ja, ich habe auch die MCs, muss ich sagen, nicht vollständig, ich glaube, ich habe 3 oder 4 MCs, ja, aus der Kindheit noch, also aus der Jugend, aus meiner eigenen Kindheit. Und jetzt sind sie neu rausgekommen. Europa hat diese wunderschöne Nostalgiebox, nennt sich es, rausgebracht. Mit Poster, Stickerbogen und 3 Bonustracks auf CD1. Ja, das gucken wir uns jetzt gleich mal genau an. Nochmal ganz kurz, es sind 12 Folgen. Ja, und das Besondere ist hier, es ist eine abgeschlossene Geschichte. Es ist ein roter Faden, ja, in dieser Geschichte. Ich glaube, die ersten 5 Folgen, meine ich, spielen auf der Erde, zwischen Erde und Mond, ja, und danach geht es ins Weltall. Aber wie gesagt, es ist eine große Geschichte, die man sich in einem anhören kann. Es ist wahnsinnig klasse und hier werden auch die ersten 19 Romanhefte, die damals 1961 und fortlaufend rausgekommen sind, verarbeitet. Das heißt, auf diesen 12 CDs quasi sind die ersten 19 Heftchen nachgesprochen bzw. halt vertont worden.
Ja, und ich möchte gar nicht hier euch jetzt weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus. Ich blende euch jetzt immer Bilder auch dazu ein, zu dieser Box, zu diesen einzelnen Artworks. Und ich kann nur sagen, die sind grandios. Die sind echt grandios. Ja, und bevor ich jetzt weiter hier rummache, ich packe die Box jetzt aus. Ich habe sie original verpackt noch, ja. Ich werde auch unten in die Videobeschreibung einen Link reinpacken, ja, wo ihr diese Box bekommen könnt. Die ist aktuell recht, ja, preiswert, sage ich mal. Wieder, das sind 12 CDs, es sind 12 Folgen. Ja, die kosten momentan 29,99 € im Handel. Ja, und wer mein anderes Video von einer weiteren Box kennt, und zwar habe ich ja schon mal die Hexe Schrumpeldei angeboxt, also ausgepackt. Ja, die Box hat auch nur 24,99 € gekostet. Die ist schon wieder out of print bei Europa, ja, und wird jetzt schon wieder für 60 bis 100 € gehandelt. Also Wahnsinn. Wenn ihr diese Box nicht habt, wenn ihr Hörspiel-Fan seid, wenn ihr Science-Fiction-Fan seid, wenn ihr ein Kind der 80er seid und diese Hörspiele kennt, dann legt euch jetzt diese Box zu. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link, der euch zu dieser Box führt. Ja, es ist... Was soll ich sagen? Es ist bearbeitet. Diese Box ist bearbeitet. Das heißt, es ist wie bei Europa oft, ja, wenn sie alte Sachen neu auflegen, teilweise neue Musik im Hintergrund und es sind wohl auch Szenen geschnitten, die nicht komplett sind. Ich weiß jetzt nicht genau im Detail, welche das sind, wie lange es ist, ob das halt großartig auffällt oder nicht. Wie gesagt, ich habe die Folgen lange, lange nicht mehr gehört. Ich bin froh, sie jetzt auf CD zu haben und wie ihr seht, es sind 12 einzelne CDs in einem Pappschuber immer. Ja, die hole ich jetzt einmal raus. Und dieser Schuber, muss ich sagen, allein schon ist echt stabil. Schöner Pappschuber, ja, wo die Folgen einzeln drin sind. Und als erstes habe ich, das können wir gerade mal hier gucken, habe ich ein, was ist es, ein Poster. Sehr schön. Ein Perry Rhodan Poster, Perry Rhodan in Großformat. Perry Rhodan, die größte Weltraumserie. Finde ich sehr, sehr schön, dieses Poster. Ja, Perry Rhodan, eine deutsche Science-Fiction-Serie, finde ich richtig klasse. So, dann haben wir, was haben wir hier? Hier haben wir einen Sticker, das ist ein Aufkleber. Ja, einen Aufkleber, nochmal dasselbe Bild, Perry Rhodan als Aufkleber. So, und dann geht es los. So, wir haben die CDs. Wir fangen an mit natürlich CD1. Nennt sich Unternehmen Stardust. Ja, und ich lese euch einfach mal kurz vor. Es sind tolle, tolle Sprecher, wie bei Europa eigentlich immer durchweg. Es ist sehr, sehr professionell gemacht. Ja, wir haben hier Uwe Friedrichsen, der hier mitspricht. Der spricht den Perry Rhodan. Wir haben hier Rolf Jülich. Wir haben Ernst von Klipstein. Wir haben Judy Winter. Also wenn ihr Hörspielfan seid, das ist die erste Riege der Hörspielsprecher, die es in den 80ern gab. Finde ich total klasse. Ja, und ich packe nochmal kurz die CD hier raus, damit ihr die auch mal seht. Und es ist ja auch hier... Schaut mal, ist das nicht toll, ja? Also die CD ist so gelabelt, wie das Europa-Label halt ist oder war, ja, in Rot und Weiß. Finde ich total, total klasse. Ja, die packen wir schön wieder rein. Ja, und ich lese euch jetzt erstmal den Inhalt vor von der ersten Folge. Und zwar heißt es hier, die erste amerikanische Mondexpedition ist auf dem Trabanten unserer Erde gelandet. Doch dann verläuft das Unternehmen Stardust ganz anders, als die Verantwortlichen es sich vorgestellt haben. Perry Rhodan, der Kommandant der Stardust, stößt auf eine außerirdische Macht. Mit dem kranken Arkoniden, ich mache es auch immer Arkanoiden, aber nee, es heißt Arkoniden, Crest und ungewöhnlichen Waffen kehrt die Stardust zur Erde zurück und beschwört damit einen umfassenden Atomkrieg herauf. Also es ist echt krass, ja, einen Atomkrieg, das ist ein Hörspiel, finde ich total krass. Und auch hier das Artwork, wie gesagt, ich blende euch da die Bilder ein, von der ersten CD finde ich richtig, richtig klasse. CD Folge Nummer 2 heißt Die dritte Macht. Ja, und bei der dritten Macht geht es so um Folgendes. Die dritte Macht hat sich etabliert, doch sie wird von den Großmächten der Erde energisch bekämpft. Sie ist schließlich auch der Grund dafür, dass ein weltumspannender Krieg ausbricht. Das Ende der Menschheit scheint gekommen zu sein. Doch da ist die stolze Arkonidin Thora, die im letzten Moment eingreift und die Wirkung der Atomwaffen neutralisiert. Ihre Hilfe aber erdanken
ihr die Menschen schlecht. Wie die Menschen natürlich sind, Hilfe, war furchtbar, ja, helf mir, aber wenn du mir geholfen hast, dann kannst du dich wieder abmachen. Ja, finde ich total toll. Hier ist wieder das Titelbild diesmal von dem Poster halt auch, ja, was wir hier haben auf der Folge 2, die größte Weltraumserie Perry Rhodan. Folge 3 haben wir hier, wieder ein sehr, sehr schönes Artwork und es ist sehr, der Inuit, der hier auf dem Bild ist, hat hier was echt Ekliges in der Hand, ja, und deswegen heißt die Folge auch Mutanten. Ja, Mutanten, hier geht es um Folgendes, wie gesagt, es ist alles fortlaufend. Die Großmächte geben den Kampf gegen die dritte Macht noch nicht auf. Sie greifen erneut und auf besonders gefährliche Weise an. Doch da kommen neue Kräfte ins Spiel, die Mutanten. Und während sich die Machtblöcke der Erde noch streiten, spitzt sich die Lage zu, denn eine weitere Gefahr droht, ein vernichtender Angriff aus dem All. Also wie gesagt, das ist halt, ich will nicht sagen keine leichte Kost, ja, aber es ist echt anspruchsvolles, ja, Hörspiel, finde ich total klasse. Ja, und es geht direkt weiter mit Folge 4, der Angriff der Individualverformer. Das sind echt geile Titel, Leute. Ich glaube, kein Hörspiel würde heute mehr so heißen. Ja, finde ich echt krass. Damals konnte man das machen. Damals war das gefesselt oder war man gefesselt von diesen Titeln. Ja, und in Folge 4 geht es darum, die Invasion der Individualverformer versetzt die Welt in Angst und Schrecken. Selbst die Akoniden sind wie gelähmt vor Furcht. Boah. Es scheint keine Waffe gegen die Individualverformer zu geben. Doch Perry Rhodan lässt sich nicht entmutigen. Er mobilisiert das Mutantenkorps. Das ist echt krass. Arkoniden, Individualverformer, Mutantenkorps. Ja, finde ich richtig klasse. Guckt euch mal dieses Bild an, wie gesagt. Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig toll. Und da sind wir schon mit der Folge 4 durch. Ja, die Folge 5 nennt sich Raumschlacht im Vega-Sektor. Ja, und hier bei der Raumschlacht geht es um Folgendes. Ja. Die automatische Ortungsstation auf dem Planeten Pluto schlägt Alarm. Eine riesige Flotte von Raumschiffen fällt in das Vega-System ein, das 27 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Tora ist fest davon überzeugt, dass es eine arkonidische Flotte ist. Doch das glaubt Rhodan nicht. Er fürchtet, dass das wahre Ziel der fremden Flotte das heimatliche Sonnensystem ist. Auch hier wieder eine tolle Folge und hier, wenn ihr das Cover seht, ja, ich finde es total geil, wie diese Außerirdischen dargestellt sind, wie diese Zeichnungen sind. Das ist typisch 70er, 80er Jahre Zeichnung. Ich finde es total klasse und ich finde toll, dass Europa die Cover so übernommen hat, ja, nichts hier modernisiert hat oder was auch immer. Und das geht auch mit dem nächsten weiter und zwar mit Folge 6, Mutanten im Einsatz. Hier haben wir quasi die Halbzeit jetzt, Folge 6 von 12. Ja, und in dieser Folge 6 geht es weiter wie folgt. Die Vega-Expedition Perry Rhodans ist gestrandet und die Terraner, das sind die Menschen, die nennen sich Terraner, die Terraner haben nur noch eine einzige Chance, jemals wieder zur Erde zurückzukommen. Sie müssen das gewaltige Schlachtschiff der Topsider erobern und mit ihm den Durchbruch versuchen. Alles spricht gegen diesen Plan, denn es wäre ein Kampf gegen einen tausendfach überlegenen Gegner. Doch Perry Rhodan geht das Wagnis ein, er greift das Schlachtschiff an. Attacke! Wahnsinn. So, und jetzt wieder ein tolles, tolles Cover wieder hier von der Folge 7. Das Geheimnis der Zeitgruft. Das Geheimnis der Zeitgruft. Wenn man sich den Titel nochmal sagt, das ist doch klasse, oder? Das Geheimnis der Zeitgruft. Ja, die Inhaltsangabe der Zeitgruft. Der Herrscher der Pharonen gewährt Perry Rhodan den Zugang zur Zeitgruft. Hier beginnt die Spur der Unsterblichen. Rhodan will der Spur zum Planeten des ewigen Lebens folgen. Da sind auf der einen Seite die Topsider, die das Vega-System besetzt halten, und auf der anderen Seite unsichtbare Hindernisse, die ihm den Weg bzw. den Zugang zur Gruft verwehren. Doch Rhodan ist entschlossen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. So kennen wir Perry Rhodan, alles beiseite, Rhodan kommt. Finde ich total toll. Folge 7. Folge 8, hier wieder total klasse. Man meint, hier ist es irgendwie im Dschungel, hier sind Flugsaurier abgebildet. Tolle, tolle Zeichnung, tolles Artwork. Europa, richtig geiler Job. Entscheidung im Vega-System, Folge 8.
So, die Topside halten das Vega-System immer noch besetzt. Perry Roden will sie ohne großen militärischen Aufwand vertreiben. Er entwickelt einen gefährlichen Plan. Wiederum setzt er die Mutanten ein und versucht mit ihrer Hilfe die Topsider in eine Falle zu locken. Finde ich total, total klasse. Wie gesagt, es ist ein durchgängiges, ja, zwölffolgiges Event, kann man sagen. Ja. Ich finde es einfach Wahnsinn. Es macht richtig Spaß, Perry Roden zu hören. Ja, genauso Folge 9, die Spur durch Zeit und Raum. Ja, hier meint man, man hat Gladiatoren oder sowas halt auf dem Cover abgebildet. Ja, und zwar, hier ist es wiederum, die Spur der Unsterblichen führt durch Zeit und Raum. Sie stellt immer höhere Anforderungen an Perry Roden und die Mutanten. Näher und näher rückt das Licht. Dann steht Perry Roden vor einem Problem, das unlösbar zu sein scheint. Folge 9, ein Problem, das unlösbar zu sein scheint. Glaub mir, Perry Roden löst es, denn es geht weiter mit Folge 10. Folge 10 heißt Die Geister von Gol. Da haben wir es wieder. Wieder ein richtig schönes Artwork. Wie gesagt, ich finde diese einfach toll. Die kann man sich auch, könnte ich mir sogar als Plakat hier irgendwo hinhängen. Ja, alle 12 nebeneinander. Das wird richtig was hermachen. Ja, Folge 10, Die Geister von Gol. Perry Roden folgt der Spur des Unsterblichen in die Vergangenheit. Der Zeitformer befördert ihn 10.000 Jahre zurück. In die Zeit, in der Kerlon auf dem Planeten Ferrol war. Doch was soll er dem Akoniden abnehmen? Was zeigt die Spur, die weiterführt? Was zeigt sie? Ich gehe davon aus, Folge 11 wird es auflösen. Folge 11 heißt Planet der sterbenden Sonne. Jetzt wird es langsam dramatisch, denn wir haben danach nur noch eine Folge. Planet der sterbenden Sonne. Der Unsterbliche führt die Stardust zu dem Planeten der sterbenden Sonne. Wo aber ist die Spur, die zur Welt des ewigen Lebens führt? Rätselhafte Ereignisse gefährden die Expedition und ein Erdbeben zerstört alle Hoffnungen Rodens. Ist die Spur des Unsterblichen wirklich verloren? Wir haben noch eine Folge, da werden wir es wahrscheinlich aufgeklärt bekommen, denn die Folge heißt Der Unsterbliche. Und zwar haben wir hier, die Stardust nähert sich dem Ziel, dem geheimnisvollen Planeten des Unsterblichen. Neue Rätsel stellen sich ihr in den Weg, es kündigt sich mit homerischem Gelächter an. Doch Perry Roden lässt sich nicht abschrecken. Unbeirrt verfolgt er seinen Weg, bis ihm plötzlich der Tod aus einer altertümlichen Waffe droht. Und dann müssen wir hören, wie es weitergeht. Ja, der Unsterbliche, wird Perry Roden es gelingen? Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Total klasse, ich finde es richtig toll. 12 Folgen Perry Roden, die ich mir jetzt nach und nach auf CD anhören werde. Ein Klassiker der Hörspielgeschichte. Ja Leute, das war die Nostalgie-Box von Perry Roden. Kurz vorgestellt, die Inhaltsangabe der einzelnen Folgen vorgelesen. Was sagt ihr zu Perry Roden? Ich finde es total klasse. Ich finde diese Box total schön. Die macht sich richtig schön im Regal. Hochglänzend, finde ich total klasse. Da hat Europa wirklich einen guten Job gemacht. Und ich hatte ja eben gesagt, dass auch noch Bonustracks dabei sind. Und die sind hier auf der ersten CD mit drauf. Ja, da habe ich Lieder, und zwar voll ausgespielt angeblich. Da werde ich auch nochmal reinhören. Ich habe als Lied 1 die Titelmelodie, ich habe als Lied 2 Mission Stardust und ich habe als Lied 3 Thoras Thema. Finde ich total toll. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, da fehlen doch 3 Folgen, Europa hatte doch damals auch noch Folgen auf Schallplatte rausgebracht, dann stimmt das. Ja, nur sind diese Folgen einmal älter. Diese Folgen sind aus den Jahren 1973, 1974. Da gab es von Europa schon mal 3 Schallplatten von Perry Roden, die aber nichts mit dieser Reihe, mit dieser Serie hier zu tun haben. Wie gesagt, das ist abgeschlossen in 12 Folgen an sich. Ja, diese 3 Folgen, die es davor gab, ja, sind einzelne Folgen, die in sich abgeschlossen sind und in denen Perry Roden bis auf, glaube ich, eine Folge mal erwähnt wird oder kurz dabei ist, überhaupt nichts mit Perry Roden zu tun haben. Also der kommt da überhaupt nicht vor. Ja, wie gesagt, die gab es auch, ja, sind jetzt nicht in dieser Box drin, weil diese Box hier quasi ein Perry Roden Zyklus ist und da haben die 3 Folgen nichts verloren und das finde ich auch okay, dass die nicht dabei sind. Ihr könnt es hier mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dann sagt, nee, dann ist das nicht vollständig, ob ihr auch die anderen 3 Folgen da gerne hättet. Vielleicht bringt Europa die ja nochmal raus, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mit dieser Box, wie gesagt, kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, wenn ihr die noch nicht habt, wenn ihr euch die anhören möchtet, wenn ihr die toll findet, ja, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link drin, wo ihr die Box bekommen könnt, ja.
Wartet nicht zu lange, wenn ihr die haben möchtet, denn wie gesagt, auch das letzte Mal schon bei der Hexe Schrumpeldei Europa-Box, ja, die ich mir geholt habe, die war relativ dann kurzfristig ausverkauft und wurde auch nicht mehr neu produziert und ist jetzt wirklich schon vom Preis her, wie gesagt, zwischen 50, 60, teilweise auch sogar, wenn man den dreistelligen Preis haben. Ja, also Wahnsinn, was diese Hörspiele noch für einen Wert haben, ja, wenn die Leute sie wirklich haben wollen, wenn sie zu lange warten. Wartet nicht zu lange, macht nicht diesen Fehler. Wenn ihr die haben wollt, holt ihr euch schnell. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Ja, und ja, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ja, und wenn ihr noch kein Abonnent seid, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet und keins mehr verpassen möchtet, ja, ich habe sehr viel Content hier auf dem Kanal, was 80er Jahre angeht, was Toys, was Spielzeug und Merchandise angeht, ja, aber auch Hörspiele werden jetzt wieder vermehrt kommen, da habe ich richtig Spaß dran, ich bin ein großer Hörspiel-Fan, ja, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, verpasst somit kein weiteres Video mehr von mir und ich würde sagen, wir sehen uns mit Sicherheit beim nächsten Video, bleibt gesund, euer Retro Raune.